Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Penumbra, die schwarze Pest. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was in der letzten Folge passiert ist. Es ist jetzt schon etwas länger her. Ich bin immer noch in einer Nachkommentierungssession. Allerdings habe ich wirklich total vergessen, was passiert ist. Ja, wir gucken uns jetzt hier ein bisschen um. Irgendwie weiß ich anscheinend wirklich schon genau, wo es hingeht. Ach ja, genau. Ich wollte hier ja jetzt reingehen, wo wir... wir haben jetzt den einen Typen haben wir eingesperrt. Genau, jetzt wollen wir eben schnell speichern. Ja, wir haben den einen Typen hier eingesperrt und jetzt kommen wir hier in den Raum, aus dem der ausgebrochen ist. Ich erinnere mich. Vielleicht erinnert ihr euch auch. Ah, ein paar Batterien, wunderbar. Batterien sind immer gut. Nein, nein, nichts. Oh, die Säge. Ja, okay. Da haben wir noch eine blaue Leiterplatte, die war hinter den Büchern versteckt. Nicht schlecht, nicht schlecht. An was für Ideen man immer kommt, wo man es verstecken kann. So, jetzt hier Schublade, 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 Schublade. Schublade, Schublade. Schublade, Schublade. Schublade, Schublade. Okay, hier haben wir nichts. Dann gehen wir mal hier rüber und gucken hier rein. Eine Leiterplatte fehlt uns ja noch. Ein Buch. Noch zwei Bücher. Dahinter, ja genau, dahinter ist die grüne Leiterplatte. Wunderbar. Jetzt haben wir alle Leiterplatten, die wir eigentlich brauchen, oder? Er bootet nicht und der Bildschirm zeigt nur Fehlermeldung an. Es muss einen Weg geben, das Terminal zu reparieren. Ah, ja, probieren wir es. Nee, das geht nicht. Wir brauchen, mit den Leiterplatten können wir das nicht so einfach so reparieren. Nur, das geht nicht. Wie soll das denn funktionieren? Ja, ich glaube, wir müssen den Server dann damit reparieren, mit den Leiterplatten. Ja, ja, genau, jetzt bist du auch drauf gekommen. Okay. Ja, die Folge wird richtig amüsant. Genau, wir haben jetzt, nehmen wir uns hier mal eben schnell ein bisschen Licht dazu. Dieser hat dieselbe Größe wie die Leiterplatten. Vielleicht kann man damit die Leiterplatten konfigurieren. Ah, rote Leiterplatte, rein damit. Einmal starten. So, jetzt Karte, Typ BT5, ja, Kompilation fehlgeschlagen. Ja, jetzt müssen wir nachgucken. Was können wir denn alles gebrauchen? Jetzt müssen wir nochmal schnell kurz in unsere Bedienungsanleitung gucken, die wir hier ja im Logbuch haben. Notizen. Also es kann jetzt ein bisschen länger dauern. Ich habe dort ein bisschen länger gebraucht, bis ich verstanden habe. So, Boot, 3 ortet grundgelegene Konfigurationsdaten für Diskettenlaufwerke und andere Hardware zu. Wir haben die rote Platte und das ist die Bootplatte. Daher gehen wir mal kurz rüber. So, Circuit Setup, Disk Info Setup, Hardware Locator, Socket Protocol, Firewall und so weiter und so fort. Ja, wenn ich mich jetzt nicht täusche, brauchen wir eigentlich... Moment. Ja, na gut, jetzt so schnell konnte ich es nicht sehen. Werden wir mal sehen. Ich glaube, Circuit Setup brauchen wir, Disk Info Setup und Hardware Locator. Nein, die Admin Tools brauchst du nicht. Mensch. Du brauchst auch keinen File Streamer. Nein, auch kein CMD Interface. Du brauchst nur einen Hardware Locator. Muss ja auch herausfinden, wo denn die Grafik alles herkommt. Ja. Da-da-dam. Genau, wunderbar. Super, super. Okay. Gucken wir mal weiter. So, die Boot-Festplatte haben wir jetzt fertig. Jetzt können wir also als nächstes die nächste Leiterplatte konfigurieren. Nein! Human life is so banal! Is it always as monotone as this? I can't stand it! Let me out! So, okay. Blaue Leiterplatte müssen wir jetzt fertig machen. Das ist für ein Netzwerk. Ja, was brauchen wir denn für ein Netzwerk? Für ein Netzwerk brauchen wir also einen Net-Locator, ein Socket-Protokoll, bestimmt eine Firewall und auch bestimmt ein Antivirus. Was können wir denn noch gebrauchen für ein Netzwerk? Ich glaube, für ein Netzwerk brauchen wir bestimmt auch noch den Circuit-Setup. Den Circuit-Setup braucht man nämlich überall. Leider habe ich das in dieser Aufnahme irgendwie noch nicht so gecheckt und ja, das dauert jetzt ein bisschen. Wir brauchen nämlich 5 Programme für dafür. Bitte. Ja, File-Streamer brauchst du. File-Streamer ist für eine Festplatte, nicht für Internet. Mensch, Mensch, Mensch. Was machst du denn da? Admin-Tools brauchst du auch noch nicht. Die brauchst du auch erst bei der letzten Leiterplatte.
Ja, jetzt müssen wir doch noch mal schnell in unser Büchlein gucken. Was steht denn da? Netzwerk 5. Programm brauchen wir auf jeden Fall. Bestimmte Circuit-Setup. Was brauchen wir noch? Kommunikationstreiber, Firewall, Antivirus und den Netlocator. Eigentlich sind das die Sachen, die wir brauchen. So habe ich das zumindest jetzt in Erinnerung, wie das war, was die richtige Lösung war. Gut. Jetzt Circuit Setup, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt kommt die Firewall, der Antivirus und der Netlocator. Dürfte auch jetzt zumindest so. Ups, ja, jetzt. Nein! Lass doch den Circuit Setup drin und schau das CMD Interface raus. Och Mensch. Nein. Oh Mensch, das kann ja noch dauern. Ja. Nein, du brauchst keine Disk-Info. Och Mensch. Blöd war ich denn da, als ich das da gemacht habe. Ja, jetzt müssen wir doch nochmal reingucken. Ich war wirklich sehr, sehr verpeilt in dieser Aufnahme. Also ich meine wirklich, es wären, ja genau, 5 Programme jetzt, Ich meine, es wäre das Circuit Setup, der SOC-Protokoll gewesen, die Firewall, Antivirus und, ja, das letzte konnte ich jetzt doch nicht auf die Schnelle wieder lesen, aber ich habe es ja schon mehrmals gesagt, was ich brauche, hier alles gesehen habe. Was wir denn brauchen. Ja, bin ich ziemlich verfeilt. Denn, so, jetzt nochmal. SOC-Protokoll brauchst du, wir brauchen ein CMD. Wieso brauchen wir ein CMD-Interface? Ein Streamer? Hä? Sammy ist jetzt. Nein, das ist natürlich falsch. Mensch, was bist du denn da wieder schon wieder für Dauer verpeilt? So. Ja, komm, mach mal voran hier. Netzwerk und unten drunter ist Interface. Mensch, das muss man doch sehen, dass da jetzt nur Programme für die Netzwerkkommunikation sind, nicht für das Netzwerkinterface. Da brauchst du das CMD-Interface auch noch nicht. Oder auch die Admin-Tools brauchst du auch noch nicht. Du brauchst jetzt nur Socket-Protokoll, Firewall, Antivirus, Circuit-Setup und Socket. Ja, Socket-Protokoll hatte ich glaube ich schon, Netlocator. Mensch. So, ja. Jetzt komm, mach mal voran hier. Los. So, ja, jetzt kannst du es doch mal so langsam checken. Das kann ja, dauert ja auch nicht mehr so lange. Die Folge ist ja nicht mehr so lang. Aber diese ganze Folge haben wir uns jetzt fast ausschließlich nur mit der Programmierung dieser Leiterplatten beschäftigt, einfach weil ich da ein bisschen länger für gebraucht habe. Insgesamt muss man ja sagen, das ist ja ganz interessant gemacht, wie sie hier die Leiterplatteninstallation gemacht haben. Nur es war an einigen Stellen doch ein bisschen uneindeutig, dass man wirklich für jede Sache immer den Circuit-Setup braucht. So, die beiden braucht man genau auf jeden Fall. Das hatte ich mir so gedacht. Ich habe mir dann noch gedacht, Firewall, ja, ein CMD-Interface. Das hat mich halt immer ein bisschen verwirrt, weil ich darunter das nicht richtig gelesen habe, dass wir eben das Interface später installieren müssten. Ja, jetzt haue ich noch ein Antivirus raus und natürlich merke ich wieder, falsch. Ja, jetzt schmeiße ich den schon wieder raus, oh Mensch. Jetzt will ich irgendwie doch auf einmal alles durchprobieren, aber nee, das kommt mir dann doch zu blöd vor. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die beiden Programme auf jeden Fall brauche. Mensch, das ist ja wirklich richtig schlimm. Wie blöd ich da doch war und wie verpeilt. Was mache ich jetzt? Jetzt war ich nochmal richtig am Nachdenken, was ich wirklich brauche, was nicht. War richtig am Erzählen von wegen, das brauchen wir und das brauchen wir nicht, das könnten wir gebrauchen und das vielleicht oder das nicht oder wie auch immer. An dieser Stelle war ich richtig am Nachdenken.
Das hat mir schon ein bisschen Zeit gekostet. Antivirus, genau. Ja, haut drauf, Firewall, Antivirus, Circuit Setup ist fertig. Den Circuit Setup ist das einzige Teil, was man überall braucht. Das ist das bisschen verwirrende am Rätsel. Oh nein, du brauchst keinen Hardware Locator. Hardware Locator hattest du schon, File Streamer auch. Och Mensch. Ist das so schwer zu durchschauen? Ja, jetzt klick doch mal Transfer. So, geht doch. Was ist noch mit dem Antivirus? Antivirus, los! Oh, Mensch, geh, ey, jetzt mach. Ja, klick, klick, fertig. Nein, nein. Nein. Antivirus, oh Mensch. Ich war ja wirklich extrem verpeilt in der Folge. Oh nein, ich hätte das jetzt auch so, jetzt in diesem Moment hätte ich das wohl auch so durchschaut, ohne jetzt, wie ich's, ja, jawohl. Hätte ich jetzt auch so durchschaut gehabt, schon längst, auch ohne es jetzt zu wissen. War ich in dieser Aufnahme wieder darauf verpeilt. Und rein damit, zack. Jetzt brauchen wir noch Interface. Da haben wir ja noch eine letzte Platte. Zack, rein damit. Programmieren. So, Circuit Setup. File Streamer, Admin Tools, CMD Interface. Ja, wir brauchen 4 Programme. Genau. Boah, das ging jetzt richtig schnell. Jetzt hatte ich nämlich auch das Prinzip verstanden, wie das funktionierte. Und einfach ein bisschen nach einem Ausschlussverfahren gearbeitet. Zack. Ist auch drin. Alles neu gestartet. Wunderbar. Jetzt können wir auch das Licht wieder wegmachen, eigentlich. Genau. So ist gut. Schön das Licht wieder rausmachen. Wie lange geht das? Hier überhaupt so eben schnell speichern. Das ist natürlich absolut wichtig. So, ja, genau. Ja, jetzt haben wir hier gleich wieder ein bisschen was zu lesen. Ich denke mal, das Lesen werden wir wohl in der nächsten Folge machen. Bis dahin wünsche ich euch was und lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. Also ich verabschiede mich ja aufgrund von Nachkommentierungen schon früher. Also, wie gesagt, ciao, ciao.